Die beiden suchen etwas ganz Besonderes, ein neues Messer. Nicht irgendeins, sondern das ultimative Küchenmesser. Gibt es Unterschiede, wenn man jetzt sagt, man ist Linkshänder oder Rechtshänder? Nee, bei diesem Messer nicht. Die sind alle beidseitig angeschliffen. Der beste Schliff, der richtige Griff. Und dann ist da noch die Sache mit der Schnitttechnik. Bei ihrer Suche bekommen die beiden Hobbyköche Hilfe vom Messerprofi. Für ein Fleisch brauche ich eben auch ein Messer, was ein bisschen schmäler ist. Wenn ich eine breite Klinge habe, kann ich das Fleisch nicht bearbeiten. Ne? Und wir machen den großen Messertest. Welches Messer schneidet am besten ab? Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ohne Gewalt aus dem Buchstaben. Finden Sie das optimale Küchenmesser? Preiswert, nützlich, gut. Messer. Tomaten sind ja so der Endgegner eines jeden Küchenmessers. Da erkennt man, ob das Messer was taugt oder eben nicht. Aber was sind Sie eigentlich bereit, für so ein Küchenmesser auszugeben? Woran erkennt man die Qualität eines Messers? Und wie viele Messer braucht man überhaupt in der Küche? Und Thema Schleifen, wie hält man die scharf? Das will ich heute rausfinden. Petersberg in Rheinland-Pfalz. Hier wohnen unsere Hobbyköche und sind bereits mitten in den Vorbereitungen für ein Mittagessen. Ich schütte auch mit der Zwiebel. Bist ja, die ist schon fertig. Ja. Ich warte auf dich, ich warte aufs Fleisch. Ich wieder der wo langsamer ist. Wir sind Werner und Sandra aus Petersberg in Rheinland-Pfalz. Wir sind seit 5 Jahren zusammen, mittlerweile auch schon seit 2 Jahren verheiratet davon, haben eine gemeinsame Tochter und ich habe auch schon 2 große Töchter. Ein 5-Personen-Haushalt. Klar, dass da viel gekocht wird. Besuch von Reporterin Hendrike. Ihr seid schon fleißig am Schnibbeln hier. Ja, wir bereiten schon das Mittagessen zu. Was gibt's denn heute? Heute gibt's Bigos. Ich bin ja gebürtig aus Polen und kochen wir öfter mal so polnische Gerichte. Schneiden steht und fällt mit den richtigen Messern. Deswegen würde ich ganz gerne mit euch mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, was ihr so für Messer habt bisher und wie die funktionieren. Vielleicht können wir die mal einsammeln. Der Blick in die Küchenschublade zeigt, da hat sich über die Jahre so einiges angesammelt. Messer in allen Variationen plus jede Menge Küchenbretter. Ihr habt ja eigentlich recht viele Messer, wenn ich das so sehe. Ja, da hast du recht. Wir haben schon einige gesammelt. Hier, mein Stapel ist eher so dieser Schrottmesser-Fehlkauf. Warum sind das Schrottmesser? Ja, kann man eigentlich schon ganz gut sehen. Die haben mir so gut gefallen, von der Farbe her, von dem Muster her. Doch leider hält das nicht lange. Und dann hängt die Farbe dann doch eher am Essen als am Messer. Und oder hier ein Exemplar. Kommt, rostet die Schraube, fällt alles ab, also Qualität eher schlecht. Werner, dein Waffenarsenal sieht ja ein bisschen besser eigentlich aus. Das war so ein Set, was wir mal zusammen gekauft haben. Bei unseren Messern ist echt das Problem, man muss sie fast jedes Mal schleifen. Das heißt, was für ein Messer bräuchtet ihr jetzt eigentlich? Ja, wir möchten eigentlich ein richtiges Kochmesser, wo die Klinge so 20 cm lang ist. Bislang haben die beiden eher günstig eingekauft. Offenbar zu günstig. Und was ist mit den Schneidunterlagen? Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Holzbrettern? Das Holzbrettchen ist leider schon gebrochen. Wie ist das passiert? Wahrscheinlich war es mal zu nass geworden. Ich spüle die ja meistens mit der Hand. Also du hast es jetzt nicht in die Spülmaschine getan? Nein, das habe ich nicht. Diese Holzbrettchen sind ja auch schon ziemlich alt, wie man sieht. Und die nehmen dann halt einfach diese Gerüche auf. Vom Zwiebel schneiden und man bekommt das dann doch nicht mehr so gut raus. Ich sag euch, was ihr zuletzt geschnitten habt. Holz habt ihr geschnitten zuletzt. Also das riecht nicht. Unser Tipp, damit Holzbretter länger halten, 2-mal im Jahr mit Walnuss oder Leinöl einreiben. Das pflegt die Oberfläche. Und die Kunststoffbretter? Wie hygienisch sind sie im Vergleich zu Holz? Sammeln sich darauf Keime? Das wollen wir genauer wissen. Ich werde die Schneidebretter der beiden mal ins Labor schicken, um herauszufinden, ob sich tatsächlich Bakterien angesammelt haben. Doch zuvor geht es zu einem, der sich nicht nur mit Schneidbrettern, sondern vor allem mit Messern in allen Variationen auskennt. Ein echter Küchenprofi, bei dem jeder Schnitt sitzen muss. Warum? Das erzählt er uns selbst.
Ich bin Andreas Miesmer, ich bin gelernter Koch und ich arbeite heute als Foodstylist. Und zwar arbeite ich für Verlage, für Bücher, für Journale, aber eben auch fürs Fernsehen und setze Essen in Szene. Etwa für Rezeptbücher oder Werbeaufnahmen von Lebensmitteln. Für uns zeigt er seine Kunst am Beispiel von Pasta mit Venusmuscheln. Das merkst du schon, es ist relativ unruhig. Und jetzt versuche ich einfach hier mal so ein bisschen eine spannende Insel zu machen mit meinen gekochten Nudeln, dass ich vielleicht auch mal schon mal so ein Nudelnest erkenne. Und jetzt kann ich drüber nachdenken, wo platziere ich denn meine Muschel? Die muss natürlich irgendwo ganz gut erkennbar sein. Der gelernte Koch war nicht immer Foodstylist. Vor dieser Karriere hat es Andreas Miesmer sogar zum Koch des Jahres geschafft. Schon nach wenigen Minuten entsteht ein kleines Kunstwerk. Was ist denn dein wichtigstes Werkzeug bei der Arbeit? Also da bei mir sehr viel handmade ist, sind es die Messer. Ja, also für einen Koch ist das Messer ein Heiligtum, das ist das Wichtigste. Und Köche haben auch ihr eigenes Messer, die sie in den Betrieb mitbringen. Denn wenn du den ganzen Tag damit arbeitest, dann musst du dich wohlfühlen. Und es ist vehement entscheidend für den Schnitt, für deine Hand, damit du auch keine Blasen bekommst, dass du für dich das richtige Messer findest. Das richtige Messer suchen auch Werner und Sandra. Dafür treffen Sie heute auf den geballten Sachverstand des Foodstylisten. Zum Warmwerden erstmal ein kleines Quiz. Können die beiden den vorbereiteten Lebensmitteln das richtige Messer zuordnen? Folgende Aufgabe. Welches der Messer gehört zu welchem Lebensmittel? Andreas wird gucken, ob ihr alles richtig gemacht. Traut ihr euch die Aufgabe zu? Klar. Legt los. Okay. Okay, wo fangen wir an? Also, ich würde sagen, so das Einfachste, so das Simple. Tester? Ja, das ist so Standard Brotmesser, das weiß man. Größe, Form der Klinge und Schliff. Das perfekte Messer muss zur Konsistenz des jeweiligen Lebensmittels passen. Und jetzt schneiden wir damit die... Oh, weißt du, was wir damit schneiden? Die Tomate. Ja. Ne? Hätte ich gesagt. So, warum die Tomate damit? Meistens ist die Tomate doch ein bisschen weicher und die lässt sich dann mit dem geriffelten Messer viel besser schneiden. Andreas, bitte löse auf. Tja, ich habe nicht viel dazu sagen, das ist alles richtig. Ihr habt es vorher Schälmesser genannt. Im Volksmund ist das richtig, in der Küche nennt man es Turniermesser, weil früher die Köche gerne auch Gemüse in Form gebracht haben. Deshalb heißt es, wenn man es im Handel kauft, ein Turniermesser. Und das ist eben geeignet für alles, was rund ist, weil sich diese etwas gebogene Klinge einfach auch dem runden Lebensmittel anschmiegt. Ja? Eine gerade Klinge ist nicht so effizient beim Schälen. Auch das Brotmesser hat Sandra richtig zugeordnet. Das wird auch Brotsäge genannt. Durch die Zacken reißt und schneidet es zugleich. Funktioniert nicht nur bei Brot, sondern auch bei Ananas. Selbst für unterschiedliche Käsesorten gibt es jeweils andere Messer. Das für Weichkäse hat große Löcher, so klebt die Klinge nicht am Käse. Ähnlich funktionieren auch Messer mit sogenanntem Kullenschliff. Durch die Vertiefungen entstehen kleine Luftpolster. So bleibt nichts kleben. Für ein Fleisch brauche ich eben auch ein Messer, was ein bisschen schmäler ist. Wenn ich eine breite Klinge habe, kann ich das Fleisch nicht bearbeiten. Ne? Mit der Spitze des Fleischmessers gelangt man unter die dünne Haut und kann sie so einfach und schnell entfernen. Dann habt ihr richtig gemacht, das große Kochmesser. Ja? Und das große Kochmesser, das ist im Prinzip das Allzweckmesser bei uns in der Küche. Und ihr habt es jetzt hier zu dem Rotkohl gelegt, weil es sich damit am besten zerkleinern lässt. Und bei dir, großes Lob, du hast bei der Tomate nach der Lösung schlechthin gesucht. Wenn man keine scharfen Messer hat oder ein bisschen bei Tomaten reife Exemplare erwischt hat, nehmt ruhig so ein Wellenmesser, so ein kleines Tomatenmesser. Damit lässt sich's wesentlich besser schneiden. Ein scharfes Kochmesser oder ein Tomatenmesser mit Wellenschliff. Damit kriegt man jede Tomate klein. Andreas, wie viele Messer hast du eigentlich so als Profikoch? Also ich würde sagen, so 50 verschiedene Messer habe ich schon. Wie viele Messer braucht man denn so in einem ganz normalen Haushalt? Was würdest du sagen? Mit wie viel kommt man aus? Ich denke,
Mit 3 Messern kommt man aus. Man braucht ein Gemüsemesser, um kleine Sachen zu schneiden. Man braucht ein Kochmesser, mit dem kann ich Fleisch schneiden, mit dem kann ich Kräuter hacken, ich kann große Dinge schneiden. Und das Brotmesser, das Wellenmesser, einfach für Brot und Dinge, die eine harte Schale haben. Welches ist denn das wichtigste Messer von den dreien? In der Tat das Kochmesser und es ist das Heiligtum in der Küche. Denn ein gutes Kochmesser kann nicht nur schneiden, sondern auch hacken oder den sogenannten Wiegeschnitt. Doch der Umgang damit will gelernt sein. Ich greife mein Messer immer so, dass ich den Daumen hier oben habe. So, dann gehen wir mal an das Thema Zwiebeln. Da ist ganz wichtig, dass ihr schon beim Schälen darauf achtet, dass die Wurzel dran bleibt bei der Zwiebel. Wenn ich sie jetzt halbiere, dann sehe ich, dass die Zwiebel hier hinten noch durch die Wurzel gehalten wird. Und diese Wurzel ist am Ende dieser Spitze des Messers. Und jetzt kann ich hier ganz kontrolliert mit der Messerspitze die Zwiebel einkerben. Da gehe ich hier rein und gehe wieder bis kurz vor die Wurzel. Halten, Finger zurückziehen und schieben, 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 schieben zu kleinen Würfelchen. Dabei gilt, je schärfer das Messer, desto weniger Tränen. Denn eine scharfe Klinge verletzt weniger Zwiebelzellen. Entsprechend weniger Reizstoffe werden freigesetzt. Was wärt ihr denn bereit zu investieren? Was denkt ihr, was kostet ein ordentliches Kochmesser? 20, 30 Euro. Werden wir vielleicht hinkommen. Naja, ob das reicht? Wenn du mich als Koch fragst, dann gucke ich natürlich schon auch auf Qualität und vor allem auf Langlebigkeit. Komme ich mit einem Messer mein ganzes Leben lang klar, dann muss ich einfach davon ausgehen, das geht irgendwo bei 120 Euro los und das hat nach oben keine Grenzen. Das kann auch mal 3, 4, 5, 700 Euro gehen. Wow. Okay, da müssen die beiden ihr Budget wohl noch etwas erhöhen. Doch erstmal ist Schluss mit der Küchenarbeit, denn jetzt geht's an den Einkauf. Aber davor möchte Hendrike von unserem Foodstylisten noch wissen, was ein gutes Schneidbrett ausmacht. Andrea steht auf große und stabile Bretter, vor allem aus Holz. Wo ist der Vorteil von Holz, was würdest du sagen? Also bei Holz ist es einfach so, wenn der Untergrund weicher ist wie meine geschmiedete Klinge, ja, dann habe ich immer eine korrekte Schnittführung. Ja. Das heißt, wenn ich mit dem Messer schiebe, dann hat das Messer immer eine Führung. Und wenn es unten drunter härter ist, deshalb mag ich keine Glasbretter, Marmorbretter, wenn erstens wird das Messer stumpf, ja. Mhm. Und wenn ich unten keine Schnittführung habe, dann laufe ich Gefahr, dass ich mich auch schneide. Andreas hat eher klassische Modelle. Im Internet dagegen finden sich immer mehr ungewöhnliche Schneidbretter. Nur, wer braucht sowas und was taugen sie? Dieses hier ist aus Bambus, mit Auffangschalen aus Kunststoff. Eine Saftrille fängt beim Schneiden entstehende Flüssigkeit auf. Der Preis 33,90 Euro. Das finde ich total innovativ, also es begeistert mich. Zumal du kannst deine Reste entsorgen oder du kannst dein Geschnittenes hier reintun. Beispielsweise mittags schnibbelst du, abends hast du Gäste, kannst gleich frisch halten, musst nicht alles umfüllen. Was ich auch gut finde, ist es hier richtig praktische Griffe. Bambus ist, gut verarbeitet, so stabil wie Holz und wächst zudem viel schneller nach. Andreas probiert das Brett aus und tatsächlich findet er es mehr als praktisch. Das hier fand ich auch ganz interessant. Das ist nämlich aus Reishülsen, also tatsächlich kein Kunststoffprodukt. Das soll hundertprozentig kompostierbar sein. Okay. Fühlt sich an wie Kunststoff, ne? Es kommt mir ein bisschen härter vor. Darf ich es mal testen? Ja, bitte. Ja? Ich bitte darum. Das Schneidbrett aus Reishülsen ist laut Hersteller spülmaschinenfest und kostet 22,90 Euro. Wenn es mal kaputt geht, ab damit in die Biotonne. Es soll messerschonend sein. Also wenn ich jetzt hier das Messer führe, ja, das rutscht ist, weg. Also ich rutsche hier jetzt ein bisschen weg. Das funktioniert alles gut, aber das ist mir zu laut. Ja, das macht mir wahnsinnig. Eignung für die Küche, Daumen hoch, Daumen eher, wo siehst du es? Also ich denke, es ist mal ein Produkt, das kann man ausprobieren, wenn man jetzt eine Alternative zu Schneidebrettern sucht, die man schon hat.
Ansonsten würde ich persönlich eher Holz oder Kunststoff, der ein bisschen weicher ist, bevorzugen. Vielleicht kommt das nächste Jahr besser an. Das Brett ist ein echter Verwandlungskünstler. Mit hochgeklapptem Rand wird es zur Schale. Dank Stöpsel sogar zum Abwaschen geeignet. Das wandelbare Brett, ein Schnäppchen für 19,34 Euro. Und was meint der Profi? In der Privatküche jetzt eher nicht, aber gerade wenn du auf Reisen gehst, Kunst, und Camping, total leicht, es hat kein Gewicht, ja. Und ich finde es auch klasse, gut, du kannst jetzt deinen Salat mitnehmen, kannst ihn waschen, lässt das Wasser ab, kommst mit dem geputzten Salat zurück und kannst den dann klein schneiden. Da können jetzt auch mal Zwiebelstreifen machen. Gut, es gibt ein bisschen nach. Deine Bewertung? Für Camping okay, zu Hause möchte ich ganz ehrlich sein, muss ich das nicht haben. Andreas bleibt lieber bei seinen normalen Kunststoffbrettern. Wenn eins rutscht, hilft es übrigens, ein feuchtes Tuch unterzulegen. Das gibt sicheren Halt. Solche Kunststoffbretter nutzt der Foodstylist für Lebensmittel wie Fisch, deren Geschmack lange haftet. Ihr Vorteil? Sie sind spülmaschinenfest. Seine Holzbretter spült er dagegen immer von Hand. Hin und wieder gönnt er ihnen zur Pflege eine Abreibung mit einem Edelstahlschwamm. Ob die Reinigung per Hand wirklich alle Bakterien tötet? Das will Hendrike noch schnell klären und ist zu einem Videotelefonat verabredet. Viele machen sich Sorgen wegen der Hygiene ihrer Küchenbrettchen. Auch Sandra und Werner. Deshalb habe ich die Küchenbrettchen der beiden nach Hamburg geschickt zu Professor Bernward Bisping. Er ist Lebensmittelmikrobiologe und hat sich die Brettchen im Labor genauer angeschaut und mal nach Keimen geguckt. Dafür wurde auf den Brettern zunächst Hühnerfleisch geschnitten. Danach wurden sie jeweils einmal per Hand und einmal in der Spülmaschine gereinigt. Was ist bei Ihren Untersuchungen herausgekommen? Bei den Untersuchungen hat sich gezeigt, dass die Kunststoffbretter, sowohl dieses Brett, was wir mit A bezeichnet haben, als auch dieses blau-grüne Brett, wesentlich höher belastet waren als die Holzbrettchen. Und es hat sich gezeigt, dass es bei den Holzbrettchen vollkommen ausreicht, wenn sie per Hand mit heißem Wasser, Spülmittel und Spülbürste gereinigt werden. Also Kunststoffbrettchen sind in der Regel einfach höher belastet? Auf jeden Fall. Und es ist wichtig, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass sie die Kunststoffbrettchen immer nur in der Spülmaschine bei einem Waschgang oberhalb von 65 Grad reinigen sollten. Wenn die Familie sich jetzt ein neues Brett kaufen möchte, welchen Tipp würden Sie geben? Wenn die Familie sich neue Schneidebretter für die Küche kaufen möchte, würde ich Ihnen immer dazu raten, Holzbretter zu nehmen. Mit den Holzbrettern sind wir vom Hygienestandpunkt auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil Holz Tannine enthält, die eine antibakterielle Wirkung haben. Vor allem Eichen-, Oliven- und Akazienholz enthält diese Tannine. Das war ja jetzt wirklich mal eindeutig. Die Holzbrettchen haben da ganz klar die Nase vorn. Bei Kunststoffbrettern muss man extrem auf eine gute Reinigung achten. Aber jetzt müssen Sandra und Werner erstmal das richtige Kochmesser finden. Dafür sind Sandra und Werner zum Einkaufen nach Wiesbaden gefahren. In ein Fachgeschäft mit langer Tradition. Mein Name ist Jana Seide. Ich bin die Inhaberin vom ältesten Fachgeschäft in Wiesbaden, Welt der Schneidwaren. Und mich begeistert es, gute Schneidwaren, Messer und Scheren an die Kunden zu verkaufen. Die Messer hier kommen aus der ganzen Welt. Darunter edle Steakmesser aus Frankreich oder japanische Santoku-Messer. Die Auswahl ist riesig. Von günstig bis teuer. Knapp 900 Euro kostet dieses handgeschmiedete Messer. Eine echte Rarität. Sandra und Werner haben ihr Budget übrigens noch einmal erhöht. Statt ursprünglich 30 Euro wollen sie jetzt bis zu 80 Euro ausgeben. Erstmal grundsätzlich gibt es Unterschiede, wenn man jetzt sagt, man ist Linkshänder oder Rechtshänder? Nein, bei diesen Messern nicht. Die sind alle beidseitig angeschliffen. Also okay, können wir sie beide nutzen, weil es ist nämlich genauso. Genau. Ich bin Linkshänder und ja, das ist kein Sandra ist Rechtshänder. Genau. Also der Unterschied ist zum Beispiel, Sie sehen das hier, das sind jetzt geschmiedete Messer. Die haben alle den Kropf. Das erkennen Sie hier. Das ist ein gestanztes Messer, das hat keinen Metallkropf. Ein Metallkropf stabilisiert den Übergang von Klinge zu Griff und vermeidet, dass sich das Messer unter Druck beim Schneiden biegt.
Außerdem bietet es einen gewissen Schutz für die Hand. Es gibt den langen Kopf, das sehen Sie, der ist vorgezogen bis hierher. Ja. Und den kurzen Kopf. Der lange Kopf hat den Vorteil, wenn Sie das Messer in die Hand nehmen, haben Sie einen gewissen Schutz, wenn Sie nach vorne rutschen. Der Nachteil ist, man kann nur bis hierhin schneiden. Bei diesem hier, der kurze Kopf, kann man schon mal abrutschen, aber das ist hier abgerundet, passiert eigentlich auch nicht. Und man hat den Vorteil, man kann von vorn nach hinten und von hinten nach vorn schneiden. Und wo besteht dann der Unterschied? Ist das qualitativ hochwertiger? Also ein geschmiedeter Stahl ist immer ein hochwertiger Stahl. Der hält die Schärfe länger und ist einfach langlebiger. Beim Schmieden wird Material verdichtet. So wird das Gefüge gleichmäßiger als bei günstigen Messern. Die werden meist aus einem Blech ausgestanzt oder geschnitten und nur an der Schneide angeschliffen. Ich würde gerne vielleicht dann wirklich das mal testen, mal den Unterschied mit dem Kopf, ob man da was merkt beim Schneiden. Zunächst testen die beiden zwei geschmiedete Messer und probieren aus, wie gut diese in der Hand liegen. Klar, Material und Form des Griffs sind Geschmackssache. Doch die Gewichtsverteilung zwischen Griff und Klinge sollte bei einem guten Messer ausgeglichen sein. Also die Klinge so schwer wie der Griff. Wie liegen Ihnen die Messer in der Hand? Das Runde oder das Ihnen das Eckige? Also ich finde es super. Super? Super in der Hand. Ja, also machen wir tauschen, gell? Sandra hat schon ihren Favorit. Der kostet allerdings 97 Euro und liegt damit etwas über ihrem Budget. Das Messer ist geschmiedet. Der Griff ist aus Olivenholz und darf nicht in die Spülmaschine. Der Griff kommt übrigens aus Spanien und wird in Solingen montiert. Ich muss jetzt auch sagen, dass dieses Messer erst mal besser in der Hand liegt als das. Ja, das ist doch schon. Das, dann sind wir uns ja schon. Genau, der Griff ist bequemer. Schon mal sehr gut. Die Form ist schöner. Gerade da hinten auch mit der Kante. Ja. Dann haben wir von den hochwertigen Geschmiedeten ja schon mal ein Favorit. Schon mal, ja. Genau. Jetzt probieren Sie zwei günstige Messer. Beide wurden nicht geschmiedet. Grundsätzlich gilt, je schmaler die Schneide zuläuft, desto einfacher der Schnitt. Manchmal lässt sich mit bloßem Auge ein Unterschied erkennen. Hier ist sie breiter, wenn auch nur um einen Millimeterbruchteil. Deshalb entscheiden sich die beiden für das rechte. Es kostet knapp 55 Euro und ist nicht geschmiedet, sondern per Laser geschnitten. Der Kunststoffgriff ist genietet und für die Spülmaschine geeignet. Es wird jedoch Handwäsche empfohlen. Laut Hersteller erfolgt die komplette Produktion in Solingen. Zwei interessante Messer haben Sie hier im Laden entdeckt. Die werden Sie jetzt testen. Zum Vergleich bestellen wir übers Internet noch ein günstiges Messer aus einem schwedischen Möbelhaus. Für gerade mal 12,99 Euro ein echtes Schnäppchen. Die Klinge ist nicht geschmiedet, sondern gewalzt. Der Griff aus Kunststoff. Er ist nicht spülmaschinengeeignet. Hergestellt in China. Zu Hause wollen Sandra und Werner diese drei Messer in den kommenden Tagen ausprobieren. Im Videotagebuch halten sie ihre Erfahrungen fest. Ich habe sie mal aufgestellt von günstig nach teuer. Ich werde heute starten mit dem günstigsten und dann gehen wir einfach mal durch. Zwiebeln schneiden. Na, das klappt doch schon wie beim Profi gelernt, oder? Und wie schlägt sich das günstige Messer? Geht eigentlich ganz gut. Ich schneide jetzt hier mal kleine Würfelchen. Und auch hier 1A Wiegetechnik. Erstaunlich, was du gelernt hast. Ja? Ja. Nicht schlecht, ne? Das ist super. Ich finde, dass der Griff da hinten so ein bisschen in die Hand drückt. Zum Vergleich, das Messer für knapp 55 Euro. Ich muss überhaupt nicht drücken. Mhm. Ich muss gar nicht drücken. Das Messer, das gleitet durch. Hammer. Dann das teure Messer mit der geschmiedeten Klinge. Guck mal, das geht richtig schwer. Schwer. Und reißt einfach. Es schneidet nicht, sondern es reißt. Ein erster Eindruck, aber klar, bei einem Mal kochen noch kein echter Test. Auf den wollen wir aber nicht verzichten. Und deshalb hat Hendrike in Remscheid einen Termin im Prüfinstitut VPA. Wie gut schneiden die drei Kochmesser unter strengen Laborbedingungen ab? Das wollen wir hier mit Hilfe einer Expertin herausfinden.
Mein Name ist Sabine Amme. Ich arbeite hier als Metallografin in Remscheid. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Normprüfung an Messern. Ich prüfe ungefähr 500 Messer im Jahr bezüglich ihrer Schneidleistung. Auch die drei Kochmesser von Familie Stretz hat sie untersucht. Zuerst beim Korrosionstest. Das Ergebnis ist ein wichtiger Indikator für die Langlebigkeit der Messer. 1000 Spülmaschinengänge werden hier simuliert. Okay, nicht ganz fair, denn laut Hersteller ist nur eins der Messer Spülmaschinen geeignet. Die anderen müssten eigentlich per Hand gereinigt werden. Ja, das ist unsere Testmaschine hier, wo wir die Messer prüfen. Was wir hier machen, ist ja kein normaler Korrosionsversuch. Was wir hier machen, ist ein echter Härtetest für so ein Messer. Denn an 1000 Spülmaschinengänge muss man ja auch erstmal rankommen. Das ist ungefähr so, als wenn Sie das Messer jeden Tag über 3 Jahre hin in die Spülmaschine packen würden. Dann bin ich mal gespannt, wie sich die Messer jetzt geschlagen haben nach den unzähligen Spülmaschinengängen. Wasser und Salz setzen Messern zu. Aber auch wer seine Messer stets per Hand spült, sollte sie direkt abtrocknen, um sie vor Korrosion zu schützen. Oh oh, das sieht mir aber schon nicht so aus, wie wenn es bei mir aus der Spülmaschine kommt. Wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, diese Schlieren, das ist alles Rost. Ist das jetzt ein Problem? Nicht so sehr diese großen Schlieren sind von Interesse, sondern hier diese kleineren Stellen, die so ein bisschen stärker und dunkler sind. Da sind hinter die Löcher drin, die wir auswerten. Unter dem Mikroskop wird analysiert, wie groß die Löcher sind. Das 55-Euro-Messer hat einiges abbekommen. Dieses Messer hat so ein bisschen weniger Farbe angenommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Bewerten Sie das doch bitte mal. Also, die allgemeinen Flächen haben hier so gut wie keine Stellen. Ein paar Korrosionsstellen haben wir im Bereich der Kennzeichnung. Das kann damit zusammenhängen, wie die Kennzeichnung aufgebracht wurde. Im Härtetest hat das teure Messer tatsächlich nur sehr wenig oberflächlichen Rost gebildet. Dann schauen wir uns mal das günstigste an. Das hat jetzt für mich als Laie erstaunlicherweise so gut wie gar nichts abbekommen. Es hat wenig abbekommen, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das das Beste im Thema rostfrei ist. Weil hier sieht man noch einige kleine Stellen im Bereich der Klinge. Das sind diese Punkte. Die sind klein, aber zahlreich. Trotzdem insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Alle Messer haben den Test bestanden, sowohl in Bezug auf Rissfreiheit als auch auf die Größe der Korrosionsstellen. Denn auch dieses scheinbar schlechte Messer hat die Norm erfüllt. Wir lernen, am besten die Messer stets von Hand spülen. In der Spülmaschine stoßen sie an anderes Besteck. Die Klinge verbiegt sich und auch die Reinigungsmittel schädigen das Messer. Weiter geht's zur nächsten Prüfung. Das ist unser Härteprüfgerät. Mit dem prüfen wir jetzt die Härte der Messerklingen. Je härter ein Messer ist, desto besser ist es auch. Ich kann davon ausgehen, dass das der Werkstoff ein besserer ist. Um die Härte der Klinge zu testen, presst das Prüfgerät einen Diamantkegel in die Klinge. Je härter die Klinge, desto seltener muss nachgeschliffen werden. Beim Kauf sollte man auf den sogenannten HRC-Wert achten. Den geben einige Hersteller an. Er steht für die Härte der Klinge. Mindestanforderungen sind 52 HRC. Hochwertige Messer haben einen HRC über 55. Mit einem Wert von 53 erfüllt das günstige Messer im Test schon mal die Norm. Bin ich gespannt, wo wir bei den Mittelpreisigen jetzt landen. Geben Sie doch mal Druck drauf. Ja, das ist gut. Also, ich bin auch gespannt. Ah, schön, 55 HRC. 55, das ist schon ein bisschen mehr als bei den günstigen. Ja, auf jeden Fall. Dann legen wir jetzt mal das teure drunter. Wow, das geht ja gleich Richtung 60 schon. Ja, es sind 58 HRC. Das ist mehr. Ja. Also dieses Messer, das hochpreisige, ist tatsächlich das härteste? Mhm, in diesem Fall ja. Der Test zeigt, je höher der Preis, desto härter die Klinge. Letzte Prüfung, der Schneidleistungstest. Dabei müssen alle drei Messer 60 Mal Papier schneiden. Das ist kein normales Papier. Das ist ein Papier, was mit Siliziumoxid versetzt ist. Und dann kriegen wir nach 10 Minuten jedes Messer platt.
So lässt sich genau ablesen, wie scharf ein Messer ist und vor allem, wie lange es scharf bleibt. Und entscheidet auch hier der Preis das Rennen? Ja, das war die kleine Überraschung. Das teuerste Messer hat tatsächlich im Schneidtest am schlechtesten abgeschnitten. Bei unserer Stichprobe erfüllte es nicht einmal die DIN-Norm. Als wir dem Hersteller dieses Ergebnis mitteilen, sucht er nach der Ursache des Problems und schreibt uns: Vermutlich ist dieses durch zu starken Druck beim Polieren der Schneide entstanden. Wir haben eine entsprechende Arbeitsanweisung verfasst und werden auch das eingesetzte Poliermaterial in nächster Zeit ändern, sodass dieser Fehler nicht mehr vorkommen kann. Das Messer für nur knapp 13 Euro schnitt etwas besser ab und erfüllte damit die Norm. Überraschend war dagegen das mittelpreisige Messer, das hier. Das war extrem scharf und es hat auch die Schärfe sehr gut gehalten. Also exorbitant gut gehalten sogar. Sprich, es blieb um ein Vielfaches länger scharf als die anderen. Die bräuchten also früher einen neuen Schliff. Wie ärgerlich stumpfe Messer sind, weiß Familie Streetz nur zu gut. Immer wieder muss Werner seine alten Messer nachschleifen. Dass es auch noch professionelle Messerschleifer gibt, wissen viele nicht. Einen davon besucht Hendrike in Esslingen. Ein Messerfachgeschäft mit angeschlossener Schmiede. Stefan Trittler hält hier noch im wahrsten Sinne des Wortes die Eisen ins Feuer. Ich bin Messerschmiedemeister hier in der Werkstatt in dritter Generation. An Messern fasziniert mich, dass es das erste Werkzeug der Menschheit ist und sich bis heute ständig weiterentwickelt hat. Seine Spezialität? Aus alten Messerklingen schmiedet er rustikale Messer für Mittelalterfans. Ein unkonventionelles Recycling. Komplett neu schmiedet er die Messer allerdings immer seltener. Was schmiedest du denn überhaupt noch? Also wird noch viel mit der Hand geschmiedet? Was machst du hier? Also man schmiedet heute eigentlich nur noch zu Schauzwecken. Früher konnte man den Stahl verdichten. Aber der moderne Walzstahl ist so dicht, dass durch den Schmiedehammerdruck nicht mehr eine Verdichtung erzielbar ist. So wird die Qualität des Messers nicht besser, wenn man es schmiedet. Am rund 1000 Grad heißen Feuer steht er deshalb kaum mehr. Dafür darf heute mal Hendrike ran. Würdest du lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein bisschen nervös bin? Ich fasse jetzt einfach rein. Linke Hand, ja. Okay, ist wirklich nicht heiß, das stimmt. Jetzt lege ich das hier hin. Genau, und jetzt auf die Spitze draufschlagen. An jemand doofes denken. Jawohl. Das war jetzt nur der Amboss. Fürs erste Mal gar nicht so übel. Doch statt neue Messer zu schmieden, werden hier eher alte Messer wieder aufgemöbelt. Wie viele Messer schleifst du denn hier so in der Stunde oder am Tag? Es hängt natürlich stark von den Messern ab. Bei Tischmesser-Wellenschliff kommen wir auf ungefähr alleine 60 Messer in der Stunde. 60? 60. Bei Kochmesser vielleicht 35. Tatsächlich lassen sich fast alle Messer gut schleifen. Das ist nachhaltig und günstiger als ein Neukauf. Ich habe die Messer der Familie Streetz mitgebracht. Der Werner schleift die ja regelmäßig zu Hause. Bin ich jetzt mal gespannt, mit welchem Ergebnis. Stefan, kann man das sagen? Wenn ich jetzt ein helles Licht habe und auf die Schneide schaue, dann sehe ich schon, dass das Licht hier von der Schneide reflektiert wird. Gut oder schlecht? Da ist eine Fläche drauf. Dementsprechend ist das Messer halt schon stumpf. Aber es ist noch nicht so stumpf, dass man es professionell nachschleifen muss, sondern wir können es mit Abziehen wieder scharf bekommen. Und das kann jeder bei sich zu Hause machen. Für den ersten Schritt braucht es einen Abzieh- oder Schleifstein. Gute gibt's ab ca. 25 Euro. Der Schleifstein hat eine grobe und eine feine Seite. Er wird entweder mit Wasser oder mit Öl eingerieben. So, dann nehmen wir das Messer, legen es flach auf, gehen mit dem Rücken etwas nach oben, drücken mit der anderen Hand die Schneide und tun so, wie wenn wir eine Scheibe von dem Abziehstein abschneiden wollten. Also. Ja, ruhig ein bisschen steiler. Ja.
Schau mal hier nochmal an. Ich drehe das Messer hier im Handgelenk. So? Jawohl. Das Messer stets in einem Bogen führen. Dabei einen Winkel von 15 bis 20 Grad zum Schleifstein schleifen. Und immer von grob nach fein schleifen. Zum Schluss kann, wer will, noch mit einem Wetzstahl arbeiten. Hier ist es für den Nutzer schwierig, nicht nachmachen, weil die Gefahr besteht, dass man sich schneidet. Der Metzger oder der Kochprofi wird zur Hand hin abziehen. Das ist für den Laien natürlich ungewohnt und man kann sich auch durchaus schneiden. Besser ist es, man stellt den auf und tut jetzt auch so, wie wenn man einfach nur eine Scheibe runterschneiden wollte. Linke Seite, rechte Seite, linke Seite, rechte Seite. Mit dem Wetzstahl wird die Klinge nur noch gerade gebogen. Kleinste Wellen, die das Auge nicht sieht, werden geglättet. So, dann schauen wir mal, was wir gemacht haben. Hinten sehr schön. Ganz vorne ist es nicht besonders gut ausgearbeitet, diesen Bereich. Nicht besonders gut ausgearbeitet. Darf ich kurz? Bitte, ja. Mit dem Messer kannst du ja nur nutzen. So. Also nicht zu Hause nachmachen, sondern immer schön den Stab auf den Tisch stellen. Zum Schluss schärft der Schmied als kleinen Service noch die Messer der Familie Streetz nach. Man muss schnell sein, um Geld zu verdienen. Man kann in Schönheit sterben, also indem man eben sehr lange an einem Messer rummacht. Man bekommt es dann vielleicht auch noch ein bisschen schöner hin. Aber hauptsächlich die Gastronomie legt natürlich Wert darauf, dass es nicht zu teuer wird. Und wir haben natürlich das Problem, dass wir Billigimportmesser auf dem Markt haben, die in der Nähe vom Schleifpreis liegen. Dabei lassen sich hochwertige Messer ein Leben lang nutzen, wenn sie immer wieder aufgearbeitet werden. Für welches Messer entscheiden sich Sandra und Werner? Dafür startet gleich ein finales Match. Als Testobjekte diesmal am Start Obst und Gemüse. Und davon gibt es hier mehr als genug. Auf dem Obsthof Nikolaus in Mainz. Letzte Vorbereitungen, dann steht alles. Fehlen nur noch die Tester. Nehmt gerne eure Plätze ein. Bernd, das wäre hier dein Platz. Bernd vertritt den Obsthof. Er ist ein Freund, der Hofbesitzer und leidenschaftlicher Hobbykoch. Werner, Sandra, wie ist es euch ergangen? Ihr habt fleißig geschnitten in der letzten Woche. Ordentlich gearbeitet. Einige Gerichte gekocht. Ihr habt mehr gekocht als sonst jetzt? Ja, genau. Und hat es alles geklappt oder gab es irgendwelche Unfälle? Einen kleinen Unfall gab es, Finger ist noch dran, aber es hat mal kurz geblutet. Der Daumen ist noch dran. Sehr gut. Dann könnt ihr heute weiter testen unter verschärften Bedingungen. Es treten an das Günstige von IKEA auf dem blauen Brett, das Mittelpreisige von Wüsthof auf Gelb und das Teure von Burgvogel auf Grün. Die erste Aufgabe für unsere Tester? Reife, weiche Birnen schneiden, aber mit nassen Händen. Das kennt man aus dem Küchenalltag. Wie gut liegen die Messer in der Hand? Sandra testet das Messer mit Kunststoffgriff. Sandra, du hast jetzt das günstigste Messer. Wie schneidet es sich damit? Dieser Gummigriff mag ich überhaupt nicht. Also wie das in der Hand liegt. Und auch wenn die Hand jetzt noch dabei nass ist, ist es noch unangenehmer. Man hat das Gefühl, man rutscht ab und gibt einfach ein ungutes Gefühl, auch beim Schneiden. Gefällt mir nicht so. Werner hat das mittelpreisige Messer, ebenfalls mit einem Griff aus Kunststoff. Und, wie liegt es in der Hand? Eigentlich ganz gut. Ich finde es angenehm, ein bisschen rutschig jetzt, wenn es nass ist. Durch die Form hier liegt es trotzdem noch gut in der Hand. Man muss ganz wenig Druck ausüben auch jetzt. Man kann auch schön präzise dünne Scheiben abschneiden.
Bernd darf sich direkt am teuersten Messer versuchen. Das mit dem Griff aus Olivenholz. Und, wie ist so dein Eindruck? Es macht Spaß und es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Und es stört mich überhaupt gar nicht, ob jetzt die Hände trocken oder nass sind. Der Griff ist Geschmackssache. Deshalb darf jetzt jeder jedes Messer ausprobieren. Dann bitte einmal Messerwechsel. Jawohl. Zwischendurch wird natürlich gereinigt. Und welches Schneidegerät wird die erste Runde für sich entscheiden? Werner, dein Favorit beim Birnentest? Also mein Favorit in der ersten Runde hier beim Birnentest war das mittelpreisige. Erstens mal lag es gut in der Hand, trotz den rutschigen, nassen Händen. Mein Favorit bei der Birne schließe ich mich dem Werner an. Vom Gewicht her, wie es in der Hand gelegen hat, hat mir das am besten eigentlich gefallen. Es ist einfach schnell und gut im Produkt drin. Und man kann es schön schneiden, ohne dass es abrutscht. Also eindeutig das mittelpreisige. Eine klare Entscheidung in der ersten Runde. Jetzt wird's eine Nummer größer. Ein Kürbis soll zerteilt werden. Und zwar exakt entlang einer vorgezeichneten Linie. Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ohne Gewalt aus dem Buchstaben. Jeder testet wieder jedes Messer. Soll ja fair bleiben. Also ich bin jetzt bei den Kürbissen tatsächlich mit dem günstigsten am besten klargekommen. Übrigens, Kürbisse lassen sich auch sehr gut mit einem Brotmesser schneiden. Bei unserem Test aber geht's ja um reine Kochmesser, also müssen die auch hier ran. Ich fand am besten das teuerste Messer. Es war vom Handling her, fand ich, kam ich mir ziemlich sicher vor. Auch Bernd gibt alles. Ganz gerade. Oh oh. Mein Favorit jetzt in der Kürbisrunde, in der zweiten Runde, war das günstigste Messer, da es eine schöne, schmale Klinge hat und das einfach durchging wie Butter. Jetzt sind die Karten nochmal neu gemischt. Auf in die finale Runde mit der ultimativen Herausforderung für jedes Messer. So, letzte Runde. Eure Aufgabe, Tomaten schneiden, ohne sie dabei festzuhalten. Bitteschön. So, ich setze mal an. Es tut sich mal gar nichts. Also durchs Drücken funktioniert schon mal gar nicht. Ganz schön fies. Und Werner kämpft mit dem teuren Messer. Also feine Scheiben für einen schönen Caprese-Salat werden das eher nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Auch Sandra tut sich mit dem günstigen Messer schwer. So ein bisschen friemelig, ne? Also sobald ich reindrück, wird die Schale gequetscht und dadurch tritt viel Saft aus und es lässt sich dann immer schneiden. Wie schlägt sich das mittelpreisige? Das geht hier schon echt wie Butter. Sandra, welches Messer hat für dich am besten funktioniert? Ja, eindeutig auch das mittelpreisige Modell. Das mittelpreisige? Das Mittelpreissegmentmesser ist für mich absolut da der Sieger. Damit gibt es einen klaren Gewinner unserer Stichprobe. Denn das mittelpreisige Messer hat 2 von 3 Runden für sich entschieden. Haben Sandra und Werner damit das perfekte Messer für sich gefunden? Von anfangs 30 Euro haben sie ihr Budget auf immerhin 80 Euro hochgeschraubt. Für welches habt ihr euch entschieden? Das mittelpreisige hat mich dann letztendlich in allem überzeugt. Also es lag wunderbar in der Hand, man konnte toll damit schneiden. Egal ob festes, weiches. Ich bin problemlos damit zurechtgekommen. Werner, bist du dir einig mit deiner Frau? Wir sind uns da einig, dass wir eigentlich das mittelpreisige Messer nehmen würden. Auch wenn es nicht geschmiedet ist, das Messer für knapp 55 Euro hat die beiden rundum überzeugt. Man kann ja echt
viel Geld ausgeben für so ein Messer. Aber man benutzt es ja auch jeden Tag und im Zweifel sein Leben lang. Wichtig, das Messer richtig zu pflegen, das heißt regelmäßig schleifen und schärfen. Je schärfer das Messer, desto sicherer, denn desto seltener rutscht man ab. Was die Griffe angeht, das ist so ein bisschen Geschmackssache, ob die schwer sein sollen und aus welchem Material. Daher unbedingt das Messer testen, bevor man es kauft. Denn mit dem richtigen Messer macht es in der Küche viel mehr Spaß. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.